Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung für den Euro Truck Simulator 2. In der Version 1.30 haben wir den Fiat Doblo, ne? Hieß der so? Ja, Doblo. 55 MB aus dem Jahr 2018 ist der Wagen. Ja, ein frisches Gerät. Und wir haben diesen Wagen ja schon mal gesehen und da wurden ja kleine Sachen gefixt. Aber falls der eine oder andere den Wagen noch nicht gesehen hat, hier zeigen euch noch mal und wir müssen zum DAF-Händler. Gehen wir zum DAF-Händler und da vorne ist er. Genau, weil es gibt ja auch den einen oder anderen, der möchte mal Transporter fahren oder einfach so mit so einem Wagen in den Urlaub. Dann haben wir hier die Möglichkeit, natürlich am Fahrerhaus bleibt alles so. Es gibt jetzt nicht noch irgendwie ja ein anderes Design, auch bei dem ja Abstand oder sagen wir besser gesagt Fahrwerk ist nichts anderes. Wir können ja zwei Motoren, 1,3, 1,6, 120 PS. Sechsgang, der Innenraum, der bleibt so. Ich glaube, da wurde ein bisschen was gemacht. Also hübsch ist das noch nicht. Nee. Also es geht schon. Schon mal schlimmere Sachen gesehen. Und bei Lackierung, ja, könnt ihr ein bisschen was anpassen, so wie ihr möchtet. Wir lassen den mal hier in so ein... Machen wir mal ein Rot. So, knalliges Rot. Wir sind ja Italiener. Scusi, Amore. Und für alle, die ja so ein Auto manchmal so ein bisschen tun, da gibt es ja hier diese Abdeckung, ja, dass hier ja nicht die Motorhaube kaputt geht durch Steinschlag. Dann könnten wir die Lampen ein bisschen dunkel machen. Das Problem, was ich immer noch habe, das Lichtsystem, das ist noch nicht so hundertprozentig. Gut, weiter nach unten, hier eine kleine Chrom-Zierleiste oder halt in so dunklem Rot. Dann haben wir, dass wir das lackiert haben, die Schürze vorne, oder die Stoßstange besser gesagt. Dann nochmal ein italienisches Kennzeichen, BE. Ja, sagt mal, wo das ist. Dann noch ein paar Nebler, Halogen. Aber hier haben wir jetzt auf jeden Fall noch eine Chromumrandung. Das sieht natürlich hübscher aus. Bei den Reifen gibt es keine große Auswahl, also so gut wie gar nichts. Aber wir haben noch die Möglichkeit, andere Felgen aufzuziehen. Und die sehen eigentlich für den Wagen echt hübsch aus. Auch die Möglichkeit, den Spiegel bei dem Fahrzeug zu ändern. Lackiert in Chrom, Plastik. Natürlich lackiert. Und dann gehen wir hier oben nochmal hin. Und das wirkt bei dem Wagen richtig hübsch, muss ich sagen. Ja, hier vorne ist ja auch so ein bisschen schwarz. Und dann das Dach hier oben in Schwarzton. Schön. Wir können auch Polizist spielen oder Polizei, wenn ihr es mögt. Könnt ihr machen. Und jetzt ist eine schöne Sache. Ja, so einen kleinen Transporter-Feeling kann man machen. Hier komplett. Vielleicht gibt es dann irgendwann mal auch Werbung. Oh, hier der Pizzalieferant Maximus kommt oder so. Vielleicht gibt es ja sowas. Hier oben eine Dachreling oder ihr wollt irgendwelche anderen Utensilien mitnehmen für den Urlaub. Ich sage mal, das finde ich ganz gut. Jetzt kommen wir zu dieser Sache. Ihr seht schon, gerade wenn ihr Transporter macht, ihr könnt auch immer wieder das Nummernschild dran machen. Ist alles gegeben, ihr müsst dann mit der Maus wieder ein bisschen nach hinten gehen. Und dann könnt ihr weitermachen. Hier so eine Klapptüren. Und so eine Klapptür sind natürlich gut, ne, wenn ihr die aufmacht. Da könnt ihr sogar mit einem Gabelstapler ranfahren, wenn die Tür nach oben aufgeht, so wie hier. Dann könnt ihr mit einem Gabelstapler zum Beispiel ein paar Kisten nicht. Gut, das macht jetzt der Normale nicht, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel hier alles geschlossen habt und ihr habt jetzt einen auf Malerwagen oder wie auch immer, dann ist es anders. So, mal ein Nummernschild wieder hin und hier oben gibt es noch die Möglichkeit, die Sache noch ein bisschen sportlicher zu machen. Wer darauf steht, ne, kann das alles natürlich umsetzen. So, dann haben wir im Großen und Ganzen, würde ich jetzt fast meinen, alles. Hier unten noch eine Leiste. An der Seite gibt es hier auch noch eine Leiste, die hier, um noch ein bisschen mehr Tuning oder dieses Feeling zu haben. So, was ist das hier? Ach, hier auch noch Plastik. Und so geht's weiter. Das haben wir auch. So, dann gehen wir mal rein. Wir könnten natürlich ein paar Sachen hier hinpacken, aber naja, also ein paar SESL-Mods werden unterstützt. Und dann haben wir den Wagen. 25.000, da habt ihr den. Toll. Und jetzt gehen wir mal raus.
55 MB, habe ich glaube schon gesagt. Und jetzt machen wir den Motor an. Ja, Standardgeräusch. Geht flott ab. Und ihr müsst aufpassen, gerade so bei den Bremsen, ihr solltet das gleich so einstellen. Die Bremsen. Na. Komm. Für Kfz, für Fahrzeuge. Geh mal hier rein. Oh, so, wenn ich jetzt hier so drinnen sitze, geht es eigentlich ganz gut. Oh. Ja. Das Navigationssystem habt ihr hier drinnen. Dann könnt ihr hier schön gemütlich langfahren. Mal ein bisschen Urlaub machen. So wie jeder dazu Lust hat. Ach, Foto machen. Schöne Gegend. So, das soll es dann aber auch gewesen sein. Hier von dieser Mod-Vorstellung. Wir machen noch ganz kurz hier. Na, ruckel, ruckel, ruckel. Ich weiß nicht, ob es an dem Mod liegt. Ich glaube eher nicht. Ich habe bestimmt noch einen anderen Mod hier drinne. Also, dann könnt ihr euch dann das mal runterladen, wenn ihr Bock habt, eine Runde fahren. Vielleicht wollt ihr auch eine Tour sehen, dann sagt mir mal Bescheid. Ich werde hier erstmal einen Fisch machen. Wünsche euch was, haut rein. Bye, bye.